So, da wäre wieder. Diesmal auch nicht mit dem alten Spelunky vorher, sondern eine ganz normale Tagesaufgabe. Mit wem? Ja komm, probieren wir ihn einmal aus. Ich glaube, bisher hatte ich ihn über absichtlich nicht genommen. Aber vielleicht haben wir ja Glück mit ihm. Oder hatten wir ihn doch schon einmal? Weiß ich gar nicht mehr. Na gut, gucken wir einfach. Schön vorsichtig sein, dann wird alles gut. Ich sehe da unten schon mal eine Blondine und ganz viel Gold. Ich sehe Stacheln. Also was das Geld angeht, ist sowas schon mal alles gut. Zoing. So, und da links müsste es gleich wieder hochgehen zur Blondine. Irgendwo. Peitsch. Genau, da hinten. Boah. Das war ein wenig gewagt, der Sprung. Aber das passt schon. So, erstmal Gold. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sind wir schon bei den 10.000. Da ist noch eine Schlange. So, du runter. Du mit. So. Und ja, ich weiß, arme Blondine, aber sie ist halt recht praktisch für sowas. Zing. Zing. Also bisher ist dieser kleine Super Meat Boy, oder wie auch man auch immer das richtig ausspricht, echt gut. Wir haben keinen Schaden genommen, haben Blondine abgeliefert und haben 15.000 Gold. Das ist ein sehr guter Start. Rein da. Jetzt fehlt noch, um es perfekt zu machen, ein Händler mit Kletterhandschuhen, Sprungschuhen und einer Bombenkiste. Dann schaffen wir es durch das Eislevel. Okay, da wäre schon mal ein Händler. Wir kaufen dich und den Rest lassen wir drin. So, da... Das ist nicht so schön. Ich bräuchte was zum Runterwerfen. Wo bist du, Schlange? Da bist du. Bist du ein Skelett? Ja, du bist ein Skelett. Aber ich kann deinen Schädel mitnehmen. So, oben war eine Spinne. Das heißt, wir machen so. Und alles ist gut. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Es darf bloß kein wieder... so ein komischer Tod kommen in dem Schwarzmarkt oder irgendwas in der Richtung, dann ist alles gut. Wenn ich durch Inkompetenz sterbe, kann ich damit leben. Haha. Nein! Oh. Okay, das hätte ins Auge gehen können. Also mit den Stacheln da. So, mitkommen. Oben ist eine Münze. Die kommt mit. Ich sollte zwischendurch öfters nach unten gucken, ob es sich lohnt, da lang zu gehen. Zoing. Hohoho. So, das Skelett müsste gleich erschossen werden. Nein. Oh, da ist schon der Ausgang. Okay. Du kommst mit und raus. Okay. Wir konnten jede Menge Bomben kaufen. Und das Gold, was wir durch die Ausgaben für die Bomben verloren haben, haben wir wieder drin. Und keine Lebenspunkte verloren und ein Küsschen. Immer noch sehr gut. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ganz schön eng da, aber ging gut. Und hier ist gar nichts. Das ist jetzt nicht so schön. Ist hier unten irgendwo was? Eine Vase, ein Kali-Schrein. Lohnt sich alles nicht so wirklich. Oh, ich muss oben lang. So, Peitsch. Da lang, da lang. Jetzt hier runter. Ich habe bisher noch keine Blondine gehört. Also nicht, dass wir die Lebenspunkte jetzt so wirklich brauchen würden, aber
praktisch sind sie schon. Gerade später im Dschungel, wo man alle Nase lang Lebenspunkte verliert. Zeug. Das war ein schicker Wurf. Oh, und hier hätte ich gerne Edelsteine und Klebezeug. Da war noch eine Truhe, die ich mitnehmen wollte. Genau, du. Kommst mit. Unten links ist der Ausgang, das merken wir uns. Oh, das ist ein Kletterhandschuh. Und ich habe gerade einen Hilfeschrei gehört, warte mal. Die muss irgendwo hier rechts sein, wo wir bisher nicht hinkamen. Ja, also ein Bildschirm weiter rechts quasi. Werden wir uns verkneifen müssen. Tut mir leid, Blondine, aber das klappt einfach nicht. Wir oh, da ist sie. Und der Schlüssel. Das ist mal richtig doof. Ja, da kommen wir nicht hin. Das kannst du sowas von knicken. So, du kommst mit. Bist du ein? Nein, bist du nicht. Ja, nee, raus hier. Und die Kiste können wir nicht mitnehmen. Okay. Also wir sind gut ausgerüstet. Die Stachelschuhe wären noch schick. Die Springschuhe wären schick. Ein Fallschirm, wenn wir ihn finden. Aber kaufen will ich ihn nicht. Und dann reicht es auch langsam mit Ausrüstung. Dann brauchen wir Gold für die Tagesaufgabe. Erstmal lösen wir dich aus. So. Ich würde gern da hoch. Haha. Habe ich schon erwähnt, dass die Kletterhandschuhe genial sind? So. Bist du schon ausgelöst worden? Nein. Peitsch. So, von hier aus. Das ist noch keine Bombe. So, ich glaube, das überlebt sie. Das überlebt sie sogar mehr als. Das überlebt sie nicht. Oh, doch, okay. Wir haben nur noch drei Seile, aber das ist okay. Denn sobald man den Kletterhandschuh hat, braucht man nicht mehr so viele Seile. So. Das war nicht geplant. So. Oh, da oben ist ganz schön viel Zeug zum Holen. Warte mal, du wartest mal kurz hier unten. Wir schaffen uns hier einen Zugang. Boom. Das ist ein sehr doofer Zugang. Ich muss... Ja, komm. Unbedingt neue Seile kaufen, wenn wir es sehen sollten. Oh, da ist ein Götze. War hier irgendwo ein Händler? Oh, wir sind auch richtig weit oben, fällt mir gerade auf. Da war der Eingang. Ja. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Geist und so. Das heißt, wir schnappen uns den Götzen nicht. Denn unten könnte irgendwo ein Händler sein. Bei meinem Glück ist bestimmt einer da. Und das würde uns dann den ganzen Spielstand versauen. Außerdem müssten wir eh erst die Blondine runterbringen. Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig tragen. So. Auch wenn ich bisher noch kein Ding sehe. Kein Händler. Dafür habe ich da gerade eine Kiste gesehen, wo Seile drin sein könnten. Hier nämlich. Oh, ein Kompass. Ist auch nicht schlecht. Oh, Geist kommt. Okay. Panikmodus aktiviert. Lauf. Da ist der Ausgang. Hey, das ging soweit richtig gut. Okay, wo ist der Geist? Da ist der Geist. Oh, okay. Ich hole nicht den Edelstein. raus. Dschungel? Kein einziges Mal getroffen bisher. Aber jetzt wird's, ne? Ihr kennt den Dschungel inzwischen. Da passiert immer irgendwas ganz Doofes. Was haben wir da unten? Nur Frösche. Komm her. Oh, ich höre ganz schwach eine Blondine. Das ist auch gemein, der Edelstein da.
Typen da oben wollen wir nicht. Schlange wollen wir auch nicht. Nein! Das war nicht so geplant. So war das geplant. Also wollen wir einen Wurm? Nicht wirklich, ne? Verlieren wir viel zu viele Lebenspunkte. Nein, 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 nein. Okay. Ganz ruhig. Ja, das hätte schon wieder ins Auge gehen können. Hätte uns der Bumerang getroffen und wir wären K.O. geschlagen worden und dann wäre der rote Frosch explodiert und was weiß ich. Das muss ja echt nicht alles sein. Da riskiere ich jetzt nichts. Also ja, da ist rechts noch ein Edelstein, aber die beiden blauen Frösche würden irgendeinen Unsinn machen. Also raus. Denn wir sind immer noch nicht bei der 40.000er Marke. Das wäre nicht schön, wenn wir jetzt sterben würden. So, unten ist ein Piranha. Da ist ein Bombenshop. Ein paar könnten wir gebrauchen. So. Oh, oh, okay. 14.000. Da sind wie viel drin? 10 Stück? 3 Stück für 3.500. Also einer kostet 1.100 zerbrochene. Ich glaube, die Bombenkiste ist nicht so effektiv wie einzelne Beutel. Jetzt komme ich hier nicht raus, ne? Hm? Ich hasse Dickifallen. Ja, verprügel mich. 4 Herzen abgezogen, glaube ich. Und ich hätte auch keine Bombe schmeißen können. Hätte ich eine Bombe geschmissen, dann wäre der Typ auf ihn losgegangen. Na gut, gucken, was die Bestenliste sagt. Auch wenn das echt kein schönes Ende mal wieder war. Platz 3. Den Eskimo haben wir immer noch nicht. Weil wir immer noch nicht weit genug im Eisgebiet waren. Also wir müssten, glaube ich, noch ein, zweimal durchs Eisgebiet durch, bis wir uns dann freibomben können mit den Tunnelmännern. Und wo gibt es den Abraham Lincoln-Verschnitt hier? Na gut. Nicht ganz so schön, wie ich es erhofft hatte. Also die ersten 4 Level waren absolute Bombe. Also geht immer besser, klar, aber ich fand die echt schön. Dann Dschungel. War halt Dschungel. Aber sehen wir morgen, wie es dann läuft. Bis dann, ne? Ja.